Du kannst ja mit 300 km/h durch die Innenstadt fahren, du kannst dabei vielleicht auch jemanden töten und dann kannst du auch die Konsequenzen auf dich nehmen, die das hat. Ja, ich bin ein freier Mensch, ich lebe in einer freien Gesellschaft, aber ich frage mich, gibt es sowas wie einen freien Willen? Ja, natürlich gibt es den freien Willen. Alles hängt nur davon ab, wie genau man das Wort versteht und warum man eigentlich glaubt, dass es ihn nicht geben könnte. Der freie Wille besteht darin, dass wir unter gegebenen Umständen selber bestimmen können, was wir tun werden. Aber bin ich doch nicht immer determiniert und im Kontext zu sehen? Ich kann doch gar nicht frei wählen und frei bestimmen. Naja, die Entscheidungen, die man trifft, sind ja Entscheidungen als Ausübung unserer Freiheit. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Angenommen mal, du wählst mittags zwischen, was weiß ich, Schnitzel, Fisch und vegan. So. Und angenommen mal, du hättest einfach nur zufällig irgendetwas ausgewählt, wärst du ja nicht frei gewesen. Das heißt, Zufall kann nicht Freiheit sein, da muss also mehr sein. Was aber? Ja, und ich glaube, das mehr, also warum du zum Beispiel Schnitzel gewählt hast, ist, siehst du daran, dass wenn ich dich frage, warum hast du Schnitzel gewählt, dann wirst du sowas sagen wie, gestern erst hatte ich Fisch. Das heißt, du wirst irgendwie Gründe angeben. Das heißt, Freiheit besteht darin, dass wir das Vermögen haben, aus Gründen zu handeln. Es gibt doch Grenzen meiner Freiheit. Ich kann doch nicht jetzt einfach mit 300 km/h durch die Stadt fahren. Ja, aber die Grenzen der Freiheit zum Beispiel in diesem besonderen Fall liegen ja darin, dass irgendwo die anderen auch frei sein können. Das heißt, im Idealfall ist unser Rechtssystem, die Rechten und Pflichten, die uns auferlegt werden, auch gesteuert dadurch, dass wir die Freiheiten, die wir miteinander haben, auch aneinander abgleichen. Das ist der Grund. Wenn du mit 300 km/h durch die Straße fährst, müssen andere viel mehr aufpassen, wenn sie die Straße überqueren. Ja, aber dann habe ich ja doch keinen freien Willen. Doch, du kannst ja mit 300 km/h durch die Innenstadt fahren, du kannst dabei vielleicht auch jemanden töten und dann kannst du auch die Konsequenzen auf dich nehmen, die das hat, unter dem Rechtssystem, unter dem das geschieht. Das heißt, die Freiheit nimmt man dir da nicht, sondern man spricht dich ja gerade als freien Menschen an, indem man Regeln festlegt, die auf dich zutreffen. Dass es Regeln gibt und Schranken und so weiter, die man schon im Kindesalter erfährt, schränkt nicht unsere Freiheit ein, sondern zeigt uns, dass wir sie haben. Freiheit braucht also Grenzen und Schranken, sonst wäre es keine Freiheit. Sonst wäre sie keine, sondern sonst wäre sie Zufall. Stell dir mal vor, du wärst einfach irgendwo alleine im Schlaraffenland. Dann würde man auf den ersten Blick denken, jetzt bist du total frei. Ja? Endlich bin ich im Schlaraffenland. Und du wirst sehr schnell merken, dass du dir irgendwann unfrei vorkommst. Ich glaube, dass man sehr schnell irgendwie allerlei Geisteskrankheiten hätte, wenn man alleine im Schlaraffenland leben müsste. Also braucht es schon jemand Zweiten, der da ist, damit es wenigstens nicht so langweilig ist. Mindestens, was weiß ich, ein Sexualpartner fürs Schlaraffenland. Und dann geht's schon los. Der will dann auch den Apfel, den man gerade möchte und so weiter. Und schon kommen wieder die Spielregeln. Das heißt, man kann nicht alleine absolut frei sein, weil man dann gar nicht mehr frei wäre, sondern geisteskrank.